Also habe ich wieder, stehe ich wieder voll im Leben. Mit einem sauberen Auto, mit einem Job. So, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich habe anscheinend keinen Job mehr. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen bei Spiel mit mir, Apps und Games, Freunde. Heute haben wir was ganz Cooles. Und zwar teste ich heute wieder einen Simulator, sag ich schon. Und zwar heute teste ich wieder eine Handy-App. Und zwar nennt sie sich 100 Jahre, ich glaube 100 Lives Simulator, genau. Die teste ich heute und die steht auch schon. What's your name? My name is Claudio. My name is Claudio. Ja, Freunde, auch diese Woche bin ich noch allein. Danja kommt im Laufe der Woche, also im Mitte der Woche kommt sie wieder. Freunde, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie das Ganze, also ich habe einfach die App gesehen, dachte mir, ey, guck mal, das könnte doch cool sein. Ich würde jetzt sagen, wir simulieren 100 Jahre und ob ich 100 Jahre alt werde. Das könnt ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. So, ich klicke mal auf OK. Mein Name ist Claudio. Oh, ich bin schon ein Jahr alt geworden. Schaut mal, ich krabbel. Ich krabbel. Mit einem Jahr kann ich krabbeln. Wow. Play, let's go. Ich bin gespannt, was das hier so wird. Okay, mir geht's anscheinend gut. Ich meine, die Haarfarbe passt ja. Oh. Okay, Daddy klatscht und Mama macht auch Geräusche. Okay, ich bin eher so ein Mutterkind, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so ein Mom-Kind. Hallo, Mom. Du bist meine Mama. Sieht aber nicht aus wie meine Mama. So, ich habe mich für die Mutti entschieden und bin jetzt 2 Jahre alt geworden, okay? Gut, muss jetzt laufen. Nein, 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 nein. Aua. So, jetzt fangen wir an zu laufen. Los geht's, los geht's, los geht's. Jetzt bleiben wir hier stehen. Komm nicht zurück, komm nicht zurück. Und ich habe es geschafft, zu meiner Mama zu gelangen. Juhu, Freunde, ich bin das coolste und schlauste Baby auf der Welt. Ich bin Baby Claudio. Baby Claudio passt, ne, oder? Ich bin ein Baby. So, ich bin jetzt 3 Jahre alt geworden, okay? Ich finde, die Level sind doch einfach tatsächlich. Nein! Oh, ich kann laufen! Aber erst mit 3? Das ist ziemlich spät, finde ich, oder? Vase oder Zäunei? Ich glaube, ich hatte mich echt für die Vase entschieden. Ich entscheide mich für die Vase. Und mach sie kaputt. Oh, Baby Claudio, was macht er da? Oh nein, Papa ist runtergefallen. Okay, das muss ich doch mal neu machen. Papa ist runtergefallen. Papa hat sich wehgetan. Das ist nicht so cool. So, ich darf mich doch mal entscheiden. Diesmal entscheide ich mich für das Spielzeug. Denn ich möchte, dass es Papa nicht an nichts fehlt und er nicht ausrutscht. Ja, schau mal, ich habe das Spielzeug kaputt gemacht, Papa. Aber ich hoffe, du bist nicht sauer. Oh nein. Bist du sauer? Ich hoffe nicht. Bitte nicht sauer sein. Ich bin noch ein Baby. Ich hoffe, Papa ist nicht sauer, aber ich glaube nicht. Es ist ja nur ein Spielzeug. Hauptsache mir geht es gut. Freunde, Hauptsache euch geht es gut. Ach, war das deine Lieblingsfigur? Ach, das tut mir jetzt aber nicht leid. Ich bin 5 Jahre alt und ich habe einen Stern bekommen. Ist das ein extra Bonus oder ist das ein extra Level? Okay, was passiert da? Wird er zum Super Saiyajin? Freunde, ich bin 5 Jahre alt, aber Moment mal. Hä, der sieht doch jugendlich aus. So sieht doch kein 5-Jähriger aus, oder? Ich sah nicht so mit 5 aus. Der ist doch schon ein Teenager. Hä? It's Lunchtime mit 5? Du bist doch in der Schule. Mit 5 war ich im Kindergarten. Was soll das? Ich will zurück in den Kindergarten. Ich will nicht in die Schule. Ich bin erst 5. Invite her to lunch oder eat alone. Ich lade sie zum Essen ein. Ich meine, ich muss mir Freunde suchen. Und ich bin jemand, ich brauche Gesellschaft. Oder beziehungsweise ich möchte Gesellschaft haben. Habe ich gerade einen Korb bekommen? Nein, sie möchten mit mir zusammen essen. Cool. Ich habe eine neue Freundin gefunden. Vielleicht sind wir Seelenverwandte. Vielleicht verstehen wir. Ich bin erst 6 oder ist das nur die Stufen? Year 6. Ey, Freunde, da steht Year 6. Nein, mit 6 komme ich in die erste Klasse und nicht in die Schule. Also doch, in die erste Klasse ist die Schule. Ja, aber in die Grundschule. Oh, oh, wie sieht die Toilette denn aus? Mama, das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war Baby René. Oder Papa Donny. Die machen so einen Dreck auf der Toilette. Ich nicht. Baby Claudius ist immer ordentlich. Ach, jetzt darf ich das sauber machen. Mann, Baby René und Papa Donny, alles wegen euch. Warum könnt ihr nicht ordentlich auf Toilette gehen? Meine Güte, immer wegen den beiden kriegt Baby Claudio Ärger. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber das ist kein Schmutz, das ist ja Rost. Ja, schaut mal, Baby Claudio ist das artigste Kind auf der Welt oder das artigste Baby. Ne, ich bin ja jetzt ein Kind mittlerweile. Schaut mal, wie gut das aussieht. Huiuiuiuiuiui. Blitzeblank. Blitzeblank. Okay, Year 7, let's go. Freunde, ich schlage mich schon ziemlich gut, oder? Was sagt ihr? Ich schlage mich schon ziemlich gut. Oh, ein Campingausflug.
Das sieht aber gut aus. Mit wem bin ich denn campen? Mit Tante Eva, Tante Kati, Mama, nein, Oma Danja. Dann haben wir noch meinen coolen Kumpel Baby René. Dann haben wir Papa Donny. Und Fishing, oh, join them. Was haben die jetzt gemacht? Ich habe nicht drauf geachtet. Ach, Claudio, passt doch einfach beim nächsten Mal auf. Ich gehe mal join them. Okay, darf ich mit euch schwimmen, Freunde? Cool. Die werfen sich den Ball zu. Jetzt bin ich dran. Cool, wir sind Freunde, wir spielen im Wasser. Wuhu, wir werfen den Ball hin und her. Freunde, könnt ihr schwimmen? Ich hoffe doch. So, hier sind wir bei Level 8. Tag everyone, okay. Hab den ersten, den zweiten. Wo kann ich denn hinlaufen? Ah, okay. Den dritten. Da, komm her, komm her, komm her. Ich hab dich. Nein. Warum läuft er denn nicht? Und ich hab den vierten. Ich bin der Beste. Keiner schafft mich beim Fangspielen zu schlagen. Denn ich bin der Beste. Baby Claudio ist der Schnellste, der Coolste und der Wendigste. Ich bin schon hier 9. Okay, das ist schon mal sehr gut. Aber bis es 100 Level, also bis ich 100 Jahre alt werde, das dauert ja noch Ewigkeiten. So, Freunde, Halloween. Ich möchte Banane sein. Eine Banane ist lustig und süß, finde ich. Oh. Eine Banane sieht doch lustig aus. Schaut mal, Claudio und Bananenkostüm. Und da ist eine Erdbeere. Wuhu! Freunde, Halloween. Wir gehen jetzt, wir ziehen durch die Häuser und möchten Süßigkeiten haben. Klopf, klopf. Wer ist da? Claudio in einem Bananenkostüm. Spooky House, Nice House. Ich gehe lieber zum Nice House. Ich möchte lieber zum Nice House. Süßes oder Saures? Wer mir nichts Süßes gibt, der kriegt nur Saures. Oh, hallo, Madame. Ey, was soll das? Warum machst du die Tür zu? Wir wollen Süßigkeiten. Was soll denn das? Gut, dann gehen wir zum Spooky House, würde ich sagen. Dann gehen wir eben zum Spooky House. Ich meine, wenn wir keine Süßigkeiten beim Nice House bekommen... Spooky, hört sich doch gut an. Weil Spooky heißt ja, dass sie dann auch Halloween feiern. Und das heißt, wenn ihr auch Halloween feiert, dann geben die auch uns Süßigkeiten. Seht ihr, Claudio? 1 plus 1 ist 2. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Ja, er hat einen Kürbiskopf. Ey, Kürbismann, danke für die Süßigkeiten. Du bist der Coolste. Und wir sind bei im Jahr 10 angekommen. Oh, Freunde, das kann sich aber ziemlich lang ziehen. Was ist denn hier los? Keep training. Ich werde weiterhin trainieren. Ich will der beste Rettungsschwimmer werden auf der Welt. Oh, das hat sich gelohnt. Schaut mal, ich bin jetzt Level 11. Also, Freunde, immer dran denken. Immer weiter trainieren. Wenn ihr glaubt, es ist aussichtslos, dann nicht aufhören, sondern weitermachen. Freunde, der erste Schritt ist der Schritt, wo ihr anfängt. Danach kann es nur besser werden. Versteht ihr? Level 11. Play, let's go. Ach, Papa, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich möchte nicht mit dir das Auto sauber machen. Das ist deine Aufgabe. Obwohl, doch, das macht schon Spaß. Oh, das ist satisfying. Das ist cool. That's cool, man. Das Auto von Papa sauber machen, das ist cool, Freunde. Okay, okay, okay. Das muss ganz sauber werden. Ich darf da nicht so genau sein, eigentlich. So, oh, das da sieht auch noch mal ganz dreckig aus. So, next, come on. Ey, wer war das denn? Ich war das nicht, Papa. Das war Baby René. Das war Baby René, hat dein Auto schmutzig gemacht. Das war Baby René, das war ich nicht. Wirklich nicht. Das war ich nicht. Das war Baby René. Der macht sowas. Baby Claudio ist cool. Der ist ein artiges Kind. Hey, kann das jetzt... Oh, cool. Perfekt. Ja, kein Problem. Ich weiß zwar nicht, warum ich das Auto sauber machen sollte, aber gut, dann habe ich es eben gemacht einmal. Einmal ist kein Mal. Level 13. Wir haben gerade Level 12 übersprungen, Freunde. Ich glaube, ich schneide ein paar Level raus, die nicht so interessant sind. Versteht ihr, die so langweilig sind? Die schneide ich raus. Ich bin 13 Jahre alt. So, Freunde, Level 13. Los geht's. Wir spielen Level 13. Oh, ich bin in der Schule. Oh, ich habe einen Crush. Reach your crush. Okay, ich muss meinen Crush erreichen. Dann let's go. Komm, Freunde. Ey, bleib mir bloß vom Leib. Ich muss zu meinem Crush. Geh weg! Okay, du läufst im Kreis. Na gut. Dann laufen wir weiter zum Kreis. Hey, hier ist mein Crush. Hey, du bist mein Crush. Ich bin Claudio, ich bin der Coolste. So, Freunde, Level 14 haben wir übersprungen. Jetzt kommen wir zu Level 15. Play. Oh, ich bin müde. Oder stehe ich gerade auf? Ich weiß es nicht. Nee, ich stehe gerade auf tatsächlich. Aber ich bin trotzdem müde.
Ich gehe zur Schule. Ich bin ein gutes und artiges Kind, Freunde. Ich gehe immer zur Schule. Freunde, auch wenn ihr müde seid, geht zur Schule. Schule ist wichtig. Schule ist gut. Schule macht Spaß. Ihr seht eure Freunde. Hallo Lehrer. Oh, sag mir nicht, ich bin zu spät. Doch, ich bin zu spät. Ich habe verschlafen. Oh. Warum habe ich verschlafen? Claudio, stell dir den Wecker beim nächsten Mal einfach besser. Immer verschläfst du. Gott sei Dank ist es nicht hier auf der Arbeit auch so. Denn auf der Arbeit kommt immer Danja zu spät. Nicht Claudio, sondern Danja. Hey, ich will das nicht wiederholen. Ich habe hier 50 Songs schon gespielt. Was soll das? Ich muss anscheinend Schule skippen, okay? Was ist los? Warum laufen wir in den Wald? Cool, wir springen ins Wasser, Freunde! Ich bin hier mit meinem Crush. Jump, don't jump. Ja, mein Crush steht jetzt hier. Ich springe auch. Ach, mein Crush springt auch mit ins Wasser. Juhu, wir springen ins Wasser! Ich meine, so tief ist es doch gar nicht. Ist ja okay. Oben stehen ja unsere Eltern. Unsere Eltern passen ja auf uns auf. Das ist ganz cool. So, bin ich jetzt größer geworden? Ich hoffe es doch. Juhu, ich werde größer. Und ich bin 20 Jahre alt. Play. Ich bin am Handy, ich chill am Handy, ja, so wie immer. So, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe ein Date, anscheinend habe ich ein Date. Cool, ich habe ein Date. Oh, wir waren tanzen, wir waren jetzt shoppen, cool, wir haben uns noch einen Kaffee. Jetzt gehen wir zum Juwelier. Ich werde dir jetzt doch keinen Antrag machen, oder Freunde? Claudio kann doch nicht heiraten, Claudio ist erst 21, ich will doch nicht mit 21 heiraten. 21 ist zu früh. Finde ich. Klar, jeder soll selber entscheiden, wenn er heiratet, aber 21 ist für mich viel zu früh. So, ich kaufe dir den für... Oh, ich kann mir nur den für 100 leisten, wieso kann ich den teuren nehmen? Oh, ich kann mir nur den für 100 leisten. Was denn? Willst du nicht den für 100? Wenn du nicht den Ring für 100 willst, dann hast du den für 10.000 Euro auch nicht verdient. Ganz einfach. Hast mich nicht verdient. Oh, ich bin nicht stich von einem Haus. How are you? Ey, warum spam ich denn? Talk to me, please, please respond. Ey, ich bin nicht so einer. Get lost. Oh. Ich habe einen Korb bekommen. Obwohl ich kein Basketball spiele. Oder nicht einkaufen gegangen bin. Habe ich einen Korb bekommen. Jetzt bin ich 23. Fein. Job natürlich. So, Freunde, ich habe einen Job. Ich muss meinem Manager jetzt Kaffee bringen. Oh, meine Managerin tatsächlich anscheinend. So, ich bringe Kaffee. So, Boss, ich hoffe, der Kaffee schmeckt Ihnen. Was? Der Kaffee schmeckt Ihnen nicht? Ja, toll, was soll ich denn jetzt machen? Nein, schlagen ist nie gut, Freunde. Gewalt ist nie eine Lösung. Clean up the spilled coffee. Ja, dann hebe ich eben den ausgespuckten Kaffee auf. Mein Gott, ey, ist das demütigend, ey. Boah, ich bin jetzt 27 Jahre alt, Freunde. Schaut mal. Anscheinend hat es in der Liebe nicht geklappt, aber dafür hat es im Berufsleben geklappt. Ich meine, ist ja auch okay, finde ich. Also für mich jetzt. Ja, ich gehe natürlich in die Männer. Ich gehe natürlich ins Männer-WC. Freunde, ich muss ganz dringend, das tut mir leid. Oh oh. So, Freunde, Level 29. Was könnt ihr wohl auf Level 29 uns erreichen? Ich will den Weißen. Der Weiße sieht cool aus. Ich habe auch genug Geld anscheinend. Oh, cool. Ich habe mir den Weißen gekauft. Und der Weiße Wagen sah, fand ich, cooler aus. Ich meine, der geht zwar schneller schmutzig, aber ja gut. Ist dann halt so. Ich bin 30 Jahre alt! Ich bin 30 Jahre alt! Sweet 30s! Oh, das ist ja mein damaliger Crush von damals. Jetzt habe ich ein cooles Auto, ne? Ja! Ja, jetzt willst du das coole Auto haben! Ja, nö! Nö! Wer mich damals nicht wollte, der kriegt mich jetzt auch nicht, wenn es mir gut geht. Nö, 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 nö! Jetzt bin ich 31!
Soll dir eine Lehre sein. Hast mich damals verlassen, weil ein anderer viel Geld hatte. Jetzt hat auf einmal Claudio viel Geld. Ja. Ach Mann, mein Auto wurde. Vandalismus. Okay, dann wasch den kurz. Das ist kein Problem. Ich habe es ja damals vom Papa gelernt, wie man ein Auto wäscht. Das ist doch ziemlich gut. Oder Freunde, was sagt ihr? Das ist immerhin positiv. Das habe ich vom Papa gelernt. Schaut mal. Hätte ich das damals als Kind nicht gemacht oder als Jugendlicher, dann hätte ich das. Obwohl, da war ich doch 11. Nee. Hätte ich das als 11-Jähriger nicht gelernt, dann wüsste ich heute nicht, wie man ein Auto wäscht. So, next. Oh, Freunde, wer macht denn sowas? Lass mein Auto in Ruhe. Sowas ist nicht cool und sowas ist bestimmt nicht nett. Beschmutzt. Kennt ihr die Folge von SpongeBob? Perfekt. Ja, mein Auto ist jetzt wieder sauber. Das sieht doch schon mal gut aus. Also habe ich stehe ich wieder voll im Leben. Mit einem sauberen Auto, mit einem Job. So, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich habe anscheinend keinen Job mehr. Jetzt frage ich nach Kleingeld. Mir geht es anscheinend nicht gut, Freunde. Oder ist Polizist? Es ist illegal, obdachlos zu sein. Was soll ich denn machen? Ich bin unter Arrest. Was? Ich bin festgenommen worden, weil ich nicht arbeite. Ich war schon arbeitslos. Ich bin aber auch obdachlos anscheinend. Ja gut, dann werde ich halt verhaftet. Toll. Ich kann ja nichts machen. Ja, dann werde ich halt jetzt mitgenommen. Warum werde ich denn mitgenommen, Freunde? Ich kann doch nichts dafür, dass meine Chefin mir gekündigt hat. Was soll das denn? Jetzt bin ich verhaftet. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich im Gefängnis. Ich möchte nicht im Gefängnis sein. Claudio möchte nicht im Gefängnis sein. Och, Freunde, Gefängnis. Ey, ich möchte nicht ins Gefängnis. Toll, Freunde. Ja, Freunde. Claudio ist im Gefängnis. Damit endet das Ganze, würde ich auch sagen. Denn, Freunde, anscheinend ist mein Weg doch nicht so gut verlaufen. Meine Chefin hat mir gekündigt. Ich meine, das fing noch gut an, als ich ein Kind war. Mein Crush und ich haben uns gut verstanden. Doch dann hat sie mich verlassen. Doch dann wurde ich erfolgreich. Aber dann wurde ich wieder gekündigt. Und dann war ich obdachlos. Und dann wurde ich festgenommen, nur weil ich obdachlos war. Ja, toll, Freunde. Na gut, aber Freunde, ich würde dann sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!